Musikalisch wurden die Besucher des Gottesdienstes am 25. August bereits vor der Stadtkirche Naunhof begrüßt. Diese war an diesem Tag bis auf den letzten Platz gefüllt, denn ein besonderer Gottesdienst stand hier an. Pfarrer Norbert George, der vor 23 Jahren hier seinen Einführungsgottesdienst hatte, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Demzufolge führten neben dem hiesigen Pfarrer auch Superintendent Dr. Jochen Kinder sowie die Pfarrerinnen und Pfarrer der Region den Gottesdienst durch. Musik spielte für Pfarrer George eine große Rolle und so ertönte auch zu diesem Gottesdienst Musik aus allen Orten der Kirche. Ein Mensch, der nicht singt, ist irgendwie eingeschränkt. Seine Lebendigkeit fließe nicht, so der Pfarrer. Vor 33 Jahren begann sein aktiver Dienst. Sein erster Beruf war Elektromonteur. Doch es zog ihn in eine andere Form der Energieversorgung, weshalb er erst ein diakonisches Jahr vollzog und dann ein Theologiestudium begann. Abschied und Neubeginn liegen nah beieinander. So auch in diesem Gottesdienst, bei dem neben der Verabschiedung des Pfarrers auch eine Taufe durchgeführt wurde. Kirche ist für Pfarrer George ein Ort befreiter Lebendigkeit, was er über seinen Dienst stellte. In dem jetzigen Mangel der unbesetzten Pfarrstelle gilt es nun, das Potenzial zu sehen, was auch für die Gemeinde gilt. Neue Impulse können sichtbar und andere Gesichter aktiv werden. Was für Superintendent Dr. Jochen Kinder auch ein Privileg sei. Der Verabschiedung im Gottesdienst folgte dann im Anschluss noch ein gemütliches Beisammensein im Pfarrgarten. Dort wurde es ebenso musikalisch durch das in dem Festjahr der Stadt Naunhof gegründeten Stadtorchesters. Auch ein Mitverdienst des Pfarrers und vor allem seiner geschätzten Kantorin Cornelia Schneider. Einige berührende Worte gab es hier zu hören, so unter anderem auch durch Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Konrad. Sie schätzte die Zusammenarbeit mit Pfarrer George sehr, der die Stadt in den Bann und die Botschaften der Kirche mitnahm, der laut ihren Worten Kirche als mehr als nur ein Gebäude aus Stein vermittelte, sondern als Herz der Stadtgesellschaft. Der Abschied wiege aus ihrer Sicht schwer. Allerdings freute sie sich auch auf künftige Projekte mit dem Pfarrer im Ruhestand, die vor allem im Bereich der Natur stattfinden. Ein Bereich, in dem sich Norbert George auch in Zukunft weiterhin engagieren möchte. Grüße gab es auch von den Pfadfindern, dem Kirchenvorstand, seiner ehemaligen Gemeinde und vielen weiteren. Dabei wurde auch in die Statistik geschaut. In seiner Zeit in Naunhof führte Pfarrer George 48 Trauungen durch, 212 Taufen, 133 Jugendliche wurden konfirmiert, 329 Menschen beerdigt. Eine bewegende Zeit, auf die an diesem Tag zurückgeblickt wurde, die in Naunhof nun eine Lücke reißt, die aber auch viel Platz für Chancen und neue Impulse bietet.